Hey ho und let's go mit Rise of the Tomb Raider. Hakenaxt, oh, wir lernen was Neues. Mal sehen, wie gut ich es beherrsche. Läuft doch und gefällt mir sehr. Gefährliches Gebiet, leider kein normaler Weg zum Laufen. Da hinten sehen wir noch den Turm brennen. Was kannte? Wo? Ah, okay. Ja, funktioniert doch super. Ey, das Ding gefällt mir. Das ist geil. Jetzt hier nochmal. Als Tutorial. Yeah. Perfekt. Okay, wir müssen endlich aus diesem Gebiet hier rauskommen. Von hier können wir nichts anfangen. Ein bisschen Jump'n'Run-Passage. Vor allem mit der neuen Hakenaxt wird uns jetzt gezeigt, dass wir uns wirklich überall damit dranhängen können. Sowohl an da, wo wir sowieso klettern können, als auch an diesen neuen Halterungen. Lara, wenn du zur Kathedrale willst, Trinity ist da überall. Ich weiß, aber mir bleibt keine Wahl. Das ist wahr. So viel Gewalt und Tod. Jacobs Leute haben so viel durchgemacht, aber sie kämpfen weiter. Sie sind durch einen Eid ihrer Vorfahren gebunden. Eine Pflicht aus der Vergangenheit. Aber ich sehe ein Volk, das nur in Frieden leben möchte. Ich glaube, sie sollten die Vergangenheit loslassen. Wenn ich den Atlas finde, führt er vielleicht zur göttlichen Quelle. Wenn ich sie von hier fortbringe, müssten sie nicht mehr leiden. Sie könnten die Bürde der Wahrheit mit der Welt teilen. Aber wenn das alles zu nichts führt, weiß ich nicht, was ich tun soll. Ja, Lara. So, haben wir hier auch noch was Neues? Materialien, sieht's halbwegs gut aus. Na, mit der Pistole kämpfe ich aber eigentlich nie. Das dagegen schon wäre besser. Auch wenn bisher, ich denke, nie Muni-Probleme hatte. Aber mein Gott, soll ja nicht zu Ende gehen. Was haben wir denn? Haben wir irgendwas Neues, Cooles? Nein, gefällt mir nicht so. Schussfrequenz ist zwar schön, aber ich kämpfe damit meistens eh nicht offen. Ich kämpfe eher... Ja, hier kann ich sogar erhöhen. Sehr gut. Dann nehme ich das an mich. Ich kämpfe meistens mit den anderen Waffen lieber. Wobei die Pistole auch nicht dazugehört. So, da auch keine. Ah, das sieht eigentlich ganz gut aus. Der gefällt mir. Nur leicht Schaden weniger. Vielleicht sollten wir mal wechseln. Warum? Die ist zu 37% abgeschlossen, steht da. Nur die drei Sachen sind hier entwickelt, okay. Und bei dem da, 25%. Ja, muss ich jetzt auswählen. Ach so, es gibt einfach mehr für ihn. Aber es sind dieselben Sachen. Okay. Munition nachlade kann ich zusätzlich bei ihm machen. Okay, jetzt darauf habe ich es jetzt nicht abgesehen. Andersrum sieht es schon... Ah, ich weiß es nicht. Ich bleibe aber im Mondschatten. Neue Sachen können ja auch gut tun. Nachladegeschwindigkeit nicht. Schaden, hier haben wir es. Können wir gleich wieder ausgleichen. Fertig. Schussfrequenz will ich auch ändern. Danke. Und jetzt habe ich nichts mehr. Aber nur ein Einzelschuss. Kann ich bitte die... Danke, Lara. Die Statistiken sehen. Gut, sind beides aber nicht so meins. Da bleibe ich bei dem. Und ich habe sowieso anscheinend keine Materialien. Ich denke, davon habe ich die meisten jetzt verbraucht. Ich mache das ja selten mit euch, meistens. Für mich selbst und schneide es entweder zusammen oder sobald ich mich entschieden habe.
mache ich alles. Ne, da bleibe ich auch hier. Oh, hier kann ich was. Schade. Ey, das gefällt mir auch. Schaden noch mehr. Natürlich, klar. Für eine Pumpgun. Schaden kann nie genug sein. Hat das Ding, braucht das irgendwas? Nö, gell. Da muss ich mal machen, einfach damit sie fertig ist. So, brauchen wir ein neues Kostüm? Ich guck mal ganz kurz, ob wir was Nettes haben. Es ist sowieso nicht mehr so kalt. Das hier vielleicht? Ich denke, das hatten wir schon mal, gell? Obwohl, wie sieht es denn blau aus? Ne, blau hatten wir, gell? Grau denke ich nicht. Leider kann ich... Weiß ich nicht, ob immer wir alle anhatten, alle Kostüme. Oder Kostüme, was heißt das? Klamotten, ganz normale. Das ist ja kein Clownskostüm, das wir anhaben. Ui. Hätte ich was vergessen. Aber ich versuche, alle zu zeigen. Boah, hätte ich mich jetzt ein bisschen geärgert, wenn es eine neue Waffe wäre. Aber, nicht eine neue, eine fertige Wiederwaffe. Ui. War da nicht was? Ich kann hier hoch, doch nicht umsonst. Ja. Sag ich ja. Ihr macht große Fortschritte, Kinder. Ich glaube fest, einige von euch werden eines Tages passable Jäger. Aber jetzt beginnen wir damit, die Spreu vom Weizen zu trennen. Solange es hell ist, jagen wir heute Hirsche. Ihr Fleisch, das Fell, Geweihe und sogar die Knochen erhalten uns alle am Leben. Respektiert das Wild, denn es ist Gott ebenso nah wie wir. Findet Wild an ihren Ruheorten, wo das Gras plattgedrückt ist, oder bei Beerenbüschen, wo sie fressen. Tötet schnell, damit es keine Angst oder Schmerzen spürt. Denkt daran, ich bewerte euch. Und wer mir einen Hirsch bringt, wird am besten bewertet. Das ist schön, diese Jagd-Dinger. Die Kinder lernen, wie sie überleben. Brauche ich Federn? Nee, von den Materialien bin ich voll. Hier ist auch Ruhe. Wir wollen ja zur Kathedrale. Ups, fast runtergefallen. Wo Trinity hin möchte. Allerdings soll dann noch eher noch was anderes auf uns warten. Mit Hilfe von Sprengladungen. Ja. Das hört sich an wie Ding aus dem Hintergrund, aber das ist nur von der Waffenauswahl. Ich muss nur einen guten Winkel finden, weil ich will mich nicht selbst treffen. Und... Yeah. Und es hat sich anscheinend gelohnt. Materialien sind da immer drin. Oh, oder sowas natürlich. Hey, komplett neue Waffen. Das gefällt mir. Und das auch. Ich kann Alias Anziehungskraft auf mich nicht länger leugnen. Sie kam zu mir, allein, als ich über die Pfade hoch über dem Tal wanderte. Ich weiß nun, dass sie ebenso fühlt. Ich erklärte ihr, warum es nicht geschehen darf. Warum eine Stellung in unserem Volk solche Torheit ausschließt. Warum ich sie nie glücklich machen könnte. Doch all dies änderte nichts. Während ich sprach, suchten meine Arme ihre Nähe und wir umarmten uns. Trotz all der Zeit bin ich immer noch ein Mensch. Immer noch ein Mensch? Spielt er auf irgendwelche Taten an, die er in der Vergangenheit gemacht hat? Die, naja, nicht so menschenmäßig sind? Okay. Wo bin ich denn jetzt? Hä? Wo bin ich? Wo war ich? Wo will ich hin? Ich war unten, gell? Das Seil habe ich gesehen, genau. Gut, ich wusste ja nicht, dass ich dann nicht hingehen soll. Dann gehen wir halt dahin. Perfekt. Und hier gibt es eine neue Karte. Zeig mal her. Oh Gott, das ist die Richtung, wo wir hin wollen, zum Glück. Okay. Wir sind auch wieder in dem Gebiet. Hier haben wir schon einiges abgegrasen.
Allerdings nicht alles. Vor allem, ich denke, mir fehlen ja noch ein, zwei Karten. Hier ist ja noch etwas zum Beispiel. Ich muss es irgendwann hier komplett räumen, die ganzen Gebiete, die wir noch nicht zu 100% gemacht haben, wenn die Zeit reif ist. Weil am Ende des Spiels möchte ich das natürlich nicht nach Ende Checkpoint, Bosskampf und so weiter, wäre es ja langweilig, nur noch zu sammeln. Ach so. Ja, nee. Bewegst du dich jetzt mal? Ich kann das nicht abbrechen anscheinend. Doch, vielleicht. Ach, na gut. Ich dachte, da ist was zum Lesen. Habe ich schon mal einen Fehler gemacht. Ab geht's. Oh, da brennt was. Die Frage ist von wem? Trinity? Den Einheimischen? Blöde Frage. Etwas über den Atlas wissen könnten. Konstantin will Ihnen ein paar Fragen stellen. Den Rest halten Sie oben an der Kathedrale fest. Da wird aber jemand Spaß haben. Das müssen Sie sein. Ich hatte gehofft, die ziehen Streichhölzer für den Job. Was soll's. Wie lange bist du schon dabei? Ein paar Monate, aber das ist mein erster richtiger Einsatz. Ich war schon zu lange nicht mehr an der Front. Man rostet ein. Du? Ich arbeite jetzt ungefähr ein Jahr für Konstantin. Ein alter Kriegskumpan hat für mich gewirkt. Davor habe ich für eine der Familien in Kiew gearbeitet und musste aus der Stadt verschwinden. Gibt es immer so viele Gelegenheiten? Nein, das ist ein Sonderfall. Genieße es. Meistens sind die Jobs viel kleiner und diskreter. Schade. Das hier ist nicht übel. Ja, ich weiß nicht. Irgendwas ist daran seltsam. Die Bodentypen sind hier draußen so nervös. Sonst kennen sie nur ihre Geschäfte. Geht's um den Auftrag? Irgendwas, was Sie uns nicht verraten? Keine Ahnung. Vielleicht lese ich das. Nein, ich sollte den Augenblick genießen, aber... Verstehe. Nicht gruselt's bei den Typen auch. Ich lasse die immer gern zu Ende quatschen. Die Gespräche sind ja ganz interessant. So. Ich habe auch Ausschau gehalten, ob ich das irgendwie intelligent lösen kann. Nicht so wie sonst. Ich habe überlegt, Sprengpfeil dahin zu machen. Ich habe auch hier die Granate zur Verfügung. Aber ich denke, ich bleibe bei Sprengpfeil. Und zwar auf das Ding. Achtung, Angriff! Zwei sind weg. Und die gucken zur Explosion. Sehr gut. Oh, oh, oh. Da kommt ja noch was. Damit habe ich nicht gerechnet. Ah, der ist eine Nummer härter. Achtet aufs Gebüsch, sie könnte überall sein. Ja, bitte nicht in mein Gebüsch gucken. Ah, ich warte auf eine Gelegenheit. Da ist sie. Nein! Oh. Nein, da geht's ja weiter. Oh, fast wieder wegen einem blöden Fehler gestorben. Nur weil ich die Tasten verwechselt habe wieder. Ich will halt immer normal schießen, weil ich denke, die Explosionspfeile sind ausgerüstet. Der Fehler darf mir nicht zum Finale passieren. Wäre etwas peinlich. Haben wir hier noch was Interessantes? Wie komme ich aufs Dach? Ist da was Interessantes? Ein Seil, okay. Kann ich das irgendwo befestigen? Ja. Ach so, das ist nur aber zum Kämpfen gedacht, okay. Hätte ich von oben angreifen können. Gut, ist auch in Ordnung. Bei so vielen hätte ich sie aber nicht einzeln ausschalten können. Die Sprengpfeile sind natürlich ein bisschen overpowered, klar.
ja, bei Panik wusste ich einfach nicht weiter, da habe ich einfach drauf geschossen. Besser als zu sterben, auf jeden Fall. Ein bisschen Muni kann ich immer gebrauchen. Es gibt Probleme, Riesenprobleme. Ich habe etwas rumgeschnüffelt, ein paar Dateien für mich gespeichert und dabei eine Korrespondenz gefunden. Über mich. Und ich fürchte, ich sollte sie finden. Der Sicherheitschef weiß, dass ich Daten beiseite schaffe. Vielleicht schon die ganze Zeit. Im Moment beobachten sie es nur. Sie wollen wissen, was ich bezwecke. Ich wünschte, ich wüsste das. Ich werde sterben, nur weil ich neugierig und dumm war. Ich glaube auch nicht mehr, dass dieser Kanal sicher ist. Vielleicht haben sie dich schon erwischt. Ich werde hier draußen paranoid, aber Trinity... Sie sind groß und sie sind überall. Je mehr ich herausfinde, desto klarer wird, dass ich am Arsch bin. Also, bitte sehr. Du hattest recht. Ich würde es dir gern persönlich sagen. Ich würde ganz gern sagen, ehrenhaft, aber naja. Er hat es eher aus persönlicher Neugierde gemacht. Nicht, weil er irgendwas Schlechtes gesehen hat. Okay. Sind wir soweit?